Simon Moser mit 2-2 gewinnt gegen EV Zug heute Abend. Super Start hergelegt im ersten Drittel, aber so gegen hinten raus, so auf den SCB-Fanrang, gleich noch ein bisschen zittern. Was war da gegen Schluss? Ja, wie du hast gesagt, wir haben gut angefangen, druckvoll, haben uns viele Chancen erarbeitet. Wir konnten zwar 2 Goal machen, aber ich glaube, es wäre mehr drin gelegen. Aber das dritte Goal nicht ist, hat einen sicher Aufwind gegeben. Und wir sind halt, dann eher zurückgestanden als aufhören. Und das ist manchmal ein kleines Problem. Und sie haben natürlich Aufwind gegeben, weil es Nummer 2-1 war, glaube ich. Jetzt schauen wir vielleicht sicher an das Fazit an. 8 Goal geschossen, 2 bekommen, 6 Punkte. Also aus SCB-Sicht kann man sehr zufrieden sein. Ja, wir sind zufrieden. Ja. Das ist ja so. Jetzt geht es aber nächste Woche weiter, zurückspielen gegen Red Bull München. Also am Montag fährt man los auf München, ziehst du den Match. Sind das so die Erwartung oder respektive, was hat er euch vorgenommen für das Rückspiel? Wir wollen ganz klar weiterkommen. Wir sind 1 Goal hinter, müssen um 1 Goal gewinnen, dann sind wir in Verlängerung. Und dann weiter schauen oder um 2 gewinnen. Aber unser Ziel ist ganz klar, wir wollen weiterkommen in die Champions Hockey League. Wie sieht jetzt die Zeit aus noch bis zum Montag, wenn es losgeht auf München? Was macht ihr da jetzt noch? Ja, viel können wir eben nicht machen. Morgen ist Swiss Hockey Day, also da sind wir in der ganzen Schweiz ein bisschen verteilt. Und du bist Supporter von der Zworb? Zworb bin ich, ja. Für mich ist es gäbig, aber es hat andere. Darum müssen wir gleich irgendwie heute gut auslaufen, irgendwie wieder Energie finden. Montag, lange Reise und dann müssen wir wieder parat sein. Merci vielmals. Danke.